Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal nicht unbedingt mit einem Gebäude allein auseinandersetzen, sondern wir wollen eine ganze Epoche einmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar geht es um das bürgerliche 19. Jahrhundert. Wenn man sich heutzutage das Fichtelgebirge oder eben auch das Hoferland, den Bayreuther Raum, der Frankenwald anschaut, dann hat sich das in den letzten Jahrhunderten sehr, sehr stark gewandelt und verändert. Tatsache ist, dass bereits am Ende des 18. Jahrhunderts im Fichtelgebirge beispielsweise große Teile der Bergrücken komplett kahl gewesen sind, unter anderem eben aufgrund des Bergbaus. Das hat schon der Alexander von Humboldt damals bemängelt. Und das führte natürlich dazu, dass diese natürliche Schönheit, die die Region früher mal hatte, nicht mehr unbedingt so nachvollziehbar und greifbar für die Menschen gewesen ist. Und genau deswegen hat man angefangen, einige Jahrzehnte später, insbesondere eben im frühen 19. Jahrhundert, diese Landschaft quasi neu zu erfinden und neu zu denken. Und das ist was, was das Fichtelgebirge bis heute ausmacht und was natürlich in dieser Form auch ziemlich einmalig ist. Wir reden also nicht unbedingt von einer rein natürlichen Landschaft, sondern wir reden bei uns von einer Landschaft, die sowohl wirtschaftlich genutzt wurde, als am Ende eben auch romantisch neu gedacht und überformt. Wie genau das stattgefunden hat und natürlich auch, was da alles dazugehört an sprechenden Mauern, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Und anfangen, da wir dabei ja mal ganz kurz mit einem Blick zurück in die Wirtschaftsgeschichte. Wir haben uns ja schon bei der Weberei Stöckel und Grimmler darüber unterhalten, dass bereits im 18. Jahrhundert großteils die Verleger die wichtigsten Personen, sage ich einmal, im damaligen Wirtschaftssystem gewesen sind. Personen also, die eben die Handweber oder die Handwerker unter sich hatten, die sie als Lohnarbeiter beschäftigten und dann eben dafür Sorge trugen, dass deren Produkte aus der Region heraus exportiert werden konnten, andererseits aber natürlich auch dafür Sorge getragen haben, dass die Rohstoffe in die Region hinein importiert werden konnten. Und genau diese Verleger, die haben jetzt eben gemeinsam mit anderen, ich sage jetzt mal höher gestellten Personen innerhalb der Gesellschaft, das ausgebildet, was man am Ende des 18. Jahrhunderts als Bürgertum bezeichnen kann. Das ist jetzt zu unterscheiden von den Bürgern der mittelalterlichen Stadt, die eben einfach nur Bürger waren, weil sie innerhalb der Stadt lebten. Das Ganze leitet sich im Übrigen vom Burgus, also von der Ummauerung ab, sondern die Bürger jetzt im 18. Jahrhundert, das waren tatsächlich eher, wir können schon fast sagen, die Eliten innerhalb der Gesellschaft, die Höhergestellten, die eben zum einen durch ihr wirtschaftliches Handeln Kapital anhäuften in Form von Geld, die aber eben auf der anderen Seite dieses Kapital auch für sich in Anspruch nahmen, beispielsweise in Form von Kunst oder auch in Form von Bildung. Wer also, ganz blöd gesagt, die Zeit hatte, sich beispielsweise am Wochenende hinzuhocken und einmal ein Buch zu lesen, der konnte es sich natürlich leisten, das zu tun. Und das bedeutet, er musste finanziell ein Stück weit besser gestellt sein. Daher kann man durchaus sagen, dass eben Bildung auch eine Form von Kapital ist und entsprechend dazu dient, oder diente besser gesagt im 18. Jahrhundert, sich in diese oberen Schichten der Gesellschaft vorzuarbeiten und sich dann eben darin zu verorten. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man sehr gut nachvollziehen, warum jetzt eben diese Bürger angefangen haben, sich am Ende des 18. Jahrhunderts mehr und mehr zusammenzufinden in sogenannten Bürgergesellschaften. Die gab es in fast jeder Stadt. Ganz oft hießen sie eben auch Bürgerressourcegesellschaften oder beispielsweise Harmoniegesellschaft. Das ist in Münchberg nachweisbar. Und das waren in gewisser Hinsicht die Sammelbecken für diese Bürger und für die Menschen, die sich eben ein Stück weit als die, ich sage jetzt mal, obere Klasse der Gesellschaft wahrgenommen haben.
Aus Münchberg hat sich da dabei das Zitat erhalten, dass die Bürger vorher eben sich immer in den Wirtshäusern getroffen hatten, sich dann aber eben darüber beschwert haben, dass dort Zustände herrschen sollen, die jedem Mann von Erziehung unbehaglich und jedem Mann von Ehre untunlich sind. Und dass man sich eben auch noch darüber beschwert hat, dass man in den engen, warmen Stuben unter dem gemeinen Haufen verweilen muss. Der gemeine Haufen, das waren wir, müsst ihr euch vorstellen, ja? Wir normale Menschen in Anführungszeichen. Und deswegen hat man sich jetzt halt eben zusammengefunden zu Gesellschaften, um unter seinesgleichen sein zu können. Da gab es beispielsweise in Hof die Gartengesellschaft, die existiert bis heute, oder eben die Bürgergesellschaft, den Namen nach. Ja, das Gebäude steht ja immer noch in Münchberg, wie schon gesagt, die Gesellschaft Harmonie und so weiter und so fort. Was haben wir jetzt da drin gemacht? Man hat in gewisser Hinsicht, ja, ich sage mal, sich mit Dingen beschäftigt, die einen interessierten. Man hat sich also da getroffen, es gab Gesellschaftsabende, es gab Billardspiele beispielsweise, es gab Literatur, es gab Zeitungen und so ist eben aus diesen Bürgergesellschaften nicht allein ein Sammelbecken des Kapital- und Bildungsbürgertums geworden, sondern da drin sind auch wirklich wichtige Impulse gesetzt worden für die Gesellschaft. Beispielsweise waren die Bürger eben auch diejenigen, die diesen Nationalgedanken stark vorangetragen haben. Anfang des 19. Jahrhunderts, die Zeit Napoleons, hat die Menschen zusammengebracht unter dem, was man fortan als das Deutsche wahrnahm. Und die Bürger waren eben jene, die diesen Nationalgedanken als einiges Deutschland ein Stück weit mit vorangetragen haben. Also ihr seht schon, da stößt man mal ran und dann macht sich mehr oder weniger ein riesiges Kapitel der Geschichte entsprechend daran auf. Wir werden jetzt halt allerdings einmal uns anschauen, wie diese Bürger im Fichtelgebirge die Landschaft geprägt haben. Und dazu müssen wir uns ganz am Anfang einmal nach Wunsiedel begeben. Wichtig für die Bürger war, wie gesagt, auch immer ein Stück weit schon die Kunst. Und wenn man sich jetzt halt anschaut, wer in ihrer Zeit groß geworden ist, dann leitet das so langsam über in die Epoche, die man heutzutage als die deutsche Romantik kennt. Liebe sie. Ja, ich finde es ganz fantastisch. Romantische Lyrik ist wunderschön, weil sie eben diesen, ich sage jetzt einmal, Bestandteil der Natur ein Stück weit mit in den Vordergrund rückt, den man gemeinhin als das Göttliche bezeichnen kann, das Ungreifbare und die eben dann auch versucht, den Menschen als Teil dieses Ganzen zu identifizieren. Wir haben ja bei uns in der Region sogar einen der größten Vorreiter der romantischen Dichtung mit Jean Paul, Johann Paul Richter ursprünglich genannt, ja, der dann quasi diese ganze Denke ein Stück weit angestoßen hat. Später kamen dann eben diese großen Namen dazu. Novalis habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Oder dann eben auch in der bildenden Kunst ein Caspar David Friedrich in Hof, ein Johann Christian Reinhardt. Das sind jetzt also diejenigen, die versuchen quasi dieses Göttliche, diesen göttlichen Funken innerhalb der Schöpfung wahrzunehmen und entsprechend auch in ihren Werken darzustellen. Und genau diese Romantik, die wirkt jetzt halt auch auf die Bürger, denn die Werke dieser romantischen Dichter oder eben auch Künstler, das sind jetzt genau die, mit denen sich die Bürger auseinandersetzen, die also quasi ihrem Anreiz nach Bildung, ihrem Interesse nach Bildung ein Stück weit zu Pass kommen und mit denen man sich auseinandersetzt. Und jetzt kommt es dazu, dass quasi die Bürger, Nausgänger ins Fichtelgebirge und sagen, also im Vergleich zu dem, was jetzt der Friedrich malt oder im Vergleich zu dem, was der Reinhard du hier gebenzelt hat, schaut es jetzt bei uns nicht unbedingt so schön aus. Ne? Wenn da euch Caspar David Friedrich vorstellt, diese Einsamkeit, diese Mystik innerhalb der alten, naturbelassenen Wälder, das gab es, wie schon gesagt, bei uns alles nicht mehr. Und deswegen haben die Bürger angefangen, schon zeitlang vorher, aber insbesondere eben im 19. Jahrhundert, diese gerodete Natur jetzt nach ihrem Ideal neu aufzubauen. Und das ist das Spannende. Viele der Wälder, die wir heutzutage als typisch natürlich betrachten, sind eigentlich bürgerlich romantisch. Ne? Die sind also nach dem Ideal des 19. Jahrhunderts entstanden. Zu dem beispielsweise auch der berühmte englische Landschaftsgarten zählt. Also quasi diese Wildheit. Ne? Nicht mehr wie im Absolutismus die Bäume zurechtstutzen, sondern sie wachsen lassen, wie sie wollen, um dadurch eben diesen göttlichen Funken wahrnehmen zu lassen. Im Hintergrund aber ist es natürlich auch alles gesteuert und angepflanzt. Es soll aber eben diesem natürlichen Aspekt entsprechen. Die ersten, die das gemacht haben, waren die Wunsiedler. Die haben damals schon 1784 einen, jetzt muss ich jetzt vorlesen, dass ich in der Titel richtig was, eine Gesellschaft zur Aufklärung vaterländischer Geschichte, Sitte und Rechte ins Leben gerufen. Und das führt jetzt halt eben auch schon, wie gerade erwähnt, ein bisschen in diesen Punkt des vaterländischen, national
ich sage jetzt mal, Gedankens mit rein. Ja, da könnt ihr dann schon mal sehen, wes Geistes Kind eigentlich diese Entwicklung auch war. Und 1790 haben sie sich dann mit dem Gedanken getragen, unterhalb der Luxburg, einer sagenhaften Burganlage, einen Wandelgarten anzulegen. Und zwar in einem dort vorhandenen Blockmeer. Das Blockmeer war ursprünglich ganz natürlich. Johann Wolfgang von Goethe ist da mal durchmarschiert, er hat es genossen, weil er gesagt hat, das ist eben noch diese tatsächlich nicht gekünstelte Natur. Und dann sind die Wohnsiedler drüber gegangen und haben daraus den Felsengarten Luxburg gemacht. Den kennt man heutzutage als Felsenlabyrinth Luisenburg. 1805 ist er im Rahmen des Besuches der preußischen Königin nach ihr benannt worden. Die war davon hellauf begeistert. Und das zeigt eben schon mal, dass diese Entwicklungen jetzt langsam Fahrt aufgenommen haben. Ja, jetzt fängt man also damit an, die Landschaft nach dem bürgerlichen Ideal neu zu formen, vielleicht teilweise sogar zu überformen. Die nächsten, die diese Idee fortgeführt haben, das waren die Hofer. Die hatten auch zwei kahle Berge in der Stadtnähe und waren jetzt natürlich durch Bürger- und Gartengesellschaft entsprechend auch stark bürgerlich geprägt, sodass man 1816 damit begonnen hat, diese beiden Berge neu aufzuforsten. Daraus ist der sogenannte Fröhlichenstein geworden. Das ist deswegen so interessant, weil in dem Namen schon mitschwingt, was man dort eigentlich machen wollte. Man wollte fröhlich sein, man wollte, wie es damals hieß, Lust wandeln. Ja? Das heißt, man ging spazieren in der Natur, die man sich ja selbst geschaffen hatte, wie wir gerade noch schon erfahren haben, und hat sich dadurch eben auch ein Stück weit mit philosophischen Gedanken beschäftigt. Man hat sich überlegt, wie die eigene Position innerhalb der Schöpfung ist, etc. pp. Aus diesem fröhlichen Stein wurde am Ende wiederum im Rahmen eines Besuches feierlich eingeweiht zu Ehren der bayerischen Königin Therese, der Theresienstein, wie er bis heute noch existiert. Tatsächlich gilt der sogar seit, ich glaube, Anfang der 2000er als einer der schönsten Bürgerparks Deutschlands. Ja, und der ist dann natürlich auch immer mal wieder ein bisschen neu aufgebaut worden. Es gab ja dann beispielsweise auch dieses wunderschöne Haus, was da oben steht, das schon sehr stark in Richtung Jugendstil wieder geht und das natürlich nicht von Anfang an da stand, sondern den älteren Bau ersetzte. Aber da fanden dann eben Gesellschaftsabende statt. Da hat man Musik gemacht. Da hat man also quasi diese Verbindung herstellen wollen aus der vom Menschen erdachten Natur und der menschgemachten Kultur. Das steckt da eigentlich ein bisschen mit dahinter. Und spannend ist eben, dass dieses bürgerliche Neuerfinden der Region auch weit aus den Städten herausgegriffen hat, beispielsweise sogar oben am Waldstein stattgefunden hat. Da gab es was, was die Bürger schon von Anfang an faszinierte. Erinnert euch, die Wohnsiedler waren ja auch an der vaterländischen Geschichte interessiert. Man wollte natürlich dieses neue Deutsche auch auf irgendeine gemeinsame Kultur aufbauen. Und was war da, was quasi alle deutschen Länder einte? Das Mittelalter. Und damit wurde jetzt zu dem 19. Jahrhundert das Mittelalter quasi in der Romantik komplett neu erfunden. Da hat auch wiederum ein Herr Goethe und ein Herr Schiller, die haben da ein bisschen die Grundlagen schon vorher gelegt. Ne? Und jetzt geht man also hin und glorifiziert das Mittelalter als, ich sag jetzt mal, die deutsche Geschichte. Wodurch natürlich auch die Bürger bei uns ein großes Interesse daran hatten, genau diese Epoche, ich sage jetzt mal, neu zu erkunden und neu zu erfahren. Schon in den 1790er Jahren hat ein Hoferbürger, Johann Theodor Benjamin Helfrecht, bekannt als Lehrmeister des berühmten Jean Paul, den ersten Versuch einer Burgengeschichte des Fichtelgebirges geschrieben. Und es zeigt eben schon, dass diese Bürger eben auch in dieser, ich sage jetzt mal, Bildung sehr, sehr stark unterwegs waren, auch in dieser Art von Heimatforschung und Geschichtsforschung. Und jetzt hat man angefangen, diese Artefakte und Relikte des Mittelalters neu zu entdecken. Und wo gab es die? Selbstverständlich im Fichtelgebirge auf fast jedem Berg, weswegen die Bürger jetzt also angefangen haben, dahin zu wackeln. Die Münchberger beispielsweise haben sich die Frage gestellt, was soll ich denn jetzt wie die Hofer an Berg künstlich neu aufforsten und zu einem Park umbauen, wenn ich doch diese Natur tatsächlich noch in der eigenen Landschaft habe? Und für die war beispielsweise der Waldstein eben dann das große Ziel, der Place to be. Da ist man hingegangen, da gab es die beiden Burgen, die romantische Kapellenruine. Und so haben wir jetzt also angefangen, zur Mitte des 19. Jahrhunderts den Waldstein im Rahmen der Burgenromantik quasi neu zu erschließen. Da gab es dann sogar ein eigenes Hospiz, hieß es damals, von Hospitare, ja, also Gastlichkeit in gewisser Hinsicht ist da praktiziert worden. Und dieses Hospiz, das war ursprünglich wirklich nur was wie ein Forstamt. Der Förster hatte aber eben schon von Anfang an die Erlaubnis, dort Bier auszuschenken und Brotzeiten zu servieren. Und das führte dazu, dass jetzt eben die Bürger der Umgebung, Münchberg, Weißenstedt und andere, mit ihren Droschken darauf gefahren sind.
sind die ausgestiegen, sind ein paar Mal durch den Wald durchgerannt, haben sich als Einheit wahrgenommen zwischen Schöpfung und Individuum, haben mehr oder weniger dann natürlich auch ein bisschen philosophiert da dabei und sind danach ins Wirtshaus gegangen, ja? Haben sich gestärkt und sind anschließend wieder heimgefahren. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass man angefangen hat, genau das auch ein Stück weit wirtschaftlich zu nutzen. Die Menschen bei uns waren nicht dumm. Das heißt, wenn jetzt natürlich ein Forstmeister hergeht und sagt, ja, da schenke ich ein bisschen ein Bier aus, wenn die Bürger kommen und sich das bei mir gut gehen lassen, dann haben das relativ schnell auch andere gemacht. Und so wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eben beginnend durch diese bürgerliche Bewegung auch der Tourismus für auswärtige Gäste ein immer größerer Wirtschaftsfaktor. Und das hat dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wie könnte man denn die Menschen ins Fichtelgebirge ziehen? Was haben wir denn bei uns? Wir haben Berge, wir haben jetzt wieder schöne Wälder, wir haben eine gute Natur, wir haben im Winter recht viel Schnee. Eigentlich ist es, und das hat man sich tatsächlich gedacht, nichts anderes als die Alpen, nur ein bisschen kleiner. Und so ist man jetzt hergegangen und hat beispielsweise den Touristen aus Sachsen gesagt, Mensch Leute, ihr fahrt doch mit der Bahn an uns vorbei, wenn ihr da in die Alpen fahrt, in diese wunderbaren großen Hotels, der Belle Epoque, den Panhans und andere. Da könnt ihr doch genauso gut bei uns schon mal Rast machen. Es ist ein bisschen günstiger, wir haben nicht so hohe Berge, dafür haben wir aber eine schöne Landschaft. Und alles, was jetzt die Alpen noch ausmacht, das bauen wir euch einfach nach. Und das war jetzt quasi die zweite Überformung der Landschaft, dass man angefangen hat, einen gewissen Alpinismus ins Fichtelgebirge zu bringen. Das Waldsteinhaus beispielsweise, das aus diesem Hospizwaldstein rausgewandert ist oder daraus erwachsen ist, das wurde im geselligen Schweizer Stil errichtet. Bei Bad Alexandersbad gibt es bis heute noch das Schweizer Haus. Ja, man hat jetzt also tatsächlich damit begonnen, in gewisser Hinsicht den Menschen das zu bieten, was sie wollten. Man hat also die Region so angepasst, dass sie dem entsprach, was die Touristen für ihr erwartet haben. Das Ganze hat dann sogar so weit geführt, dass als damals 1902 das Zell der Boggerla das erste Mal gefahren ist, der Waldstein-Express, ja, die Lokalbahn zwischen Milchberg und Zell, man in Hanneschreit schon überlegt hat, wie kennt man denn jetzt den Menschen den Aufstieg auf den Waldstein ermöglichen? Dann ist man drauf gekommen, die brauchen ein Unterstellhäuschen und das wollte man sogar so bauen, dass es ausschaut, wie wenn es auf einer Modellbahnanlage gestanden wäre, quasi direkt am Fuß der Alpen. Da waren Stahler auf dem Dach drauf gewesen, das sollte alles ein bisschen rustikal, Blockbuhlenbauweise sein. Ist dann am Ende ein wenig einfacher gebaut worden, aber allein die Planungen zeigen schon, dass man wirklich vorhatte, den Touristen das zu bieten, was sie gesucht haben. Das Ganze führte dann am Ende, damals im frühen 20. Jahrhundert sogar noch dazu, dass man in vielen Orten Verschönerungs- und Fremdenverkehrsvereine gegründet hat, die jetzt sogar die Dörfer ein Stück weit herrichten sollten, damit sie eben dem entsprochen haben, was die Touristen sehen wollten, der ländlichen Idylle. In Zell beispielsweise, was nie jetzt unbedingt malerisch schön. Das war halt der Bauerndörfler. Ne? Da hat es Kieh gegeben, da hat es ein wenig gestunken, da war der Träger auf der Straße. Aber wenn jetzt die Touristen kommen und sagen, ach, ja, diese unberührte Landschaft, das ist ja so toll, dann macht man ihnen das. Das will ich heute jetzt beispielsweise der Fremdenverkehrsverein Zell, die Leute dazu aufgerufen, macht eure Häuser ein wenig schön. Da hat ein wenig Blummer in die Blummerkästen rein, vorne an die Fenster noch. Wir machen Zell quasi zu einem Musterdorf, das dem entspricht, was die Leute, die Kummer, sehen wollen. Und das finde ich phänomenal. Ja, das zeigt eben auch, wie genial die Leute selber schon gewesen sind, dass sie gesagt haben, ja, ne, ist jetzt nicht die Realität, aber wenn sie das sehen wollen, dann geben wir ihnen das halt einfach. Immerhin geben sie ja dann auch ihr Geld dafür bei uns aus. Und das zeigt jetzt halt schon, und das finde ich so toll, das Fichtelgebirge ist eben eine Landschaft, die im Wandel ist. Kultur ist immer vom Menschen gemacht, das ist ganz wichtig. Und insofern ist bei uns sogar die Natur ein Stück weit Teil der menschengemachten Kultur. Wenn ihr jetzt das nächste Mal im Fichtelgebirge unterwegs seid, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, auf den Spuren dieses romantischen Bürgertums zu wandeln. Viele der Wege, die wir heute haben, stammen aus der Zeit. Und vor allem natürlich auch wünsche ich euch viel Spaß dabei, diese bürgerliche Landschaft zu entdecken. Ganz kurz noch am Ende muss man aber darauf hinweisen, am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich das natürlich alles gewandelt. Die Gesellschaft war sehr viel liberaler geworden und dann ist es eben auch möglich gewesen, dass beispielsweise die Arbeitnehmer sich entsprechend in der Natur einmal umgeschaut haben. Durch die geringere Arbeitszeit, die sie jetzt in den Fabriken hatten, konnten auch sie die Natur einmal genießen. Das führte dann eben am Ende des 19. Jahrhunderts zur Gründung von Wander- und Sportvereinen, die wir bis heute noch haben, der FGV beispielsweise, wodurch man dann eben schon auch deutlich sagen muss, dass vor dieser elitär denkenden Bürgerschicht schon am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich nicht mehr so viel da war. Das nur noch kurz am Ende, um das noch ein bisschen einzuordnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und so bis zum nächsten Mal. Servus und Ade weiter.